Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute zwei Videos in einen zusammengepackt. Einmal ein Fast Full Face mit Sephora Eigenmarke und mit Produkten, die ihr bei Sephora online im Moment shoppen könnt, falls ihr Lust zu shoppen habt, aber nicht in die Läden gehen könnt. Das Video entsteht aufgrund der Tatsache, dass ich ein sehr, sehr großes Paket mit ganz, ganz vielen tollen Produkten vermutlich von Sephora zugeschickt bekommen habe. Und da sind Eigenmarkenprodukte drin. Foundation, Concealer, hunderte Liquid Lipsticks und Lip Liner, eine Mascara und tolle Produkte, die ich gerne testen möchte mit euch gemeinsam. Alle Produkte, die ich nicht drin habe, habe ich ersetzt mit Produkten, die ich schon habe von Sephora, sodass ich euch wirklich jedes einzelne Produkt unten in die Infobox setzen kann, falls ihr Lust habt, etwas nachzukaufen. Ich weiß, ich bin da immer so ein bisschen, ja, nicht so vorbildlich und verlinke nicht immer alles, weil ich mir denke, ach naja, kauft eh keiner. Aber dann schreibt sie mir immer, dass ihr das gerne haben wollt und dann mache ich das auch sehr, 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 sehr gerne für euch, Freunde. Ihr könnt sehen, ich habe noch nichts im Gesicht, nicht mal eine Pflege. Und da habe ich, wo war denn das? Ich habe neulich eine Probe bekommen, ach, als ich bei Sephora war, von dem neuen Milk Vegan Milk Moisturizer. Das ist das Typchen, was in der Neon-Verpackung kommt. Alle Hypens, ich habe es noch nicht gekauft, weil ich diese Probe ausprobieren wollte und zwar mit euch gemeinsam und ich glaube, heute passt das ganz gut. Ich habe das Ganze noch nicht ausprobiert, das ist nicht ganz so teuer, aber die Leute, die mögen es und ich gebe mir jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie viel ich brauche, so ein bisschen vielleicht in mein Gesicht. Riecht nach gar nichts, krass. Okay, sie fühlt sich sehr, sehr reichhaltig an und ein bisschen sticky. Okay, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass das Ganze eher so ein sehr dünnflüssige Creme ist. Wenn ich an Milch denke, denke ich an etwas Flüssiges und nicht an sowas Dickes. Das ist Verschlagsahne hier. Gefällt mir gut. Ich möchte das Ganze aber noch so ein bisschen mischen. Und zwar mit einer anderen Creme, die ihr sicherlich schon kennt. Und das ist die Charlotte Tilbury Magic Cream. Diese Creme, Freunde, ist sehr, 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 sehr teuer. Aber ich mag sie wirklich gerne. Denn ich habe das Gefühl, wenn ich diese Creme nutze, und das tut mir halt im Herzen weh, euch so also das ist wirklich teuer. Sephora ist ja schon teurer, aber diese Creme ist einfach exorbitant teuer. Ihr könnt sehen, auch jetzt in Kombination mit dieser Milk-Creme, wie satt meine Haut aussieht. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich lasse das Ganze so ein bisschen einziehen. Also diese Creme, ich benutze die auch manchmal abends, so als Abendcreme. Ich habe auch mir extra die kleine Größe rausgesucht, weil ich einfach, bevor ich so viel Geld für eine Creme investiere, sie einfach testen möchte, ob ich sie überhaupt vertrage. Ich tue es wirklich sehr, sehr, sehr gut, sodass ich die jetzt leer mache und mir dann auf jeden Fall auch die große Größe selber kaufen werde. Ich habe mit Charlotte Tilbury PR-mäßig nichts am Hut leider und kaufe mir das Produkt dann selber. Aber ich finde, das ist halt auch immer so schön, wenn ich hier euch Sachen zeige, die ich von meinem eigenen Geld gezahlt habe und sie dann auch wirklich aufbrauche. Ich glaube, das ist dann einfach nochmal viel mehr relatable, dass ich die Produkte auch wirklich mag, wenn ich sie mir selber gekauft habe. Also meine Haut sieht grandios aus. Schön prall, schön voll. Ich möchte jetzt auch zwei Primer benutzen. Und da habe ich hier einmal von Too Faced den Hangover Primer. Den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Der hat ein bisschen Kokosnuss mit drin. Also wenn ihr das nicht so mögt, okay, dann ist er vielleicht nichts. Aber auch der sieht toll im Gesicht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch einen großen Unterschied macht bei der ganzen Pflege, aber meine Haut sieht wirklich toll aus. Also dieses Milk-Ding, das werde ich noch ein paar Mal testen und dann sage ich euch da wahrscheinlich auch in nächster Zeit nochmal Bescheid. Oder wenn ihr auf einmal diesen Top hier seht, dann wisst ihr Bescheid. Ich gebe mir hier so ein bisschen in meine Poren, aber noch den Fenty Pro Filter Hydrating Primer. Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Zeit vorher investiere, die gewinne ich hinten raus, wenn mein Make-up den ganzen Tag halten soll. Den gebe ich aber nur in die T-Zone, weil ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen blurrt. Ich glaube, der hat ein bisschen Silikon mit drin und verbindet sich dann schön mit euren Poren und das sieht dann recht ebenmäßig aus. Und das Ganze lasse ich einziehen und möchte meine Augenbrauen machen. Und das Produkt habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Das ist einer meiner neuen Favoriten, die ich auf dem Sephora-Event bekommen habe. Das ist von Tarte. Ein Augenbrauenstift. Das ist der Sketch in Set Augenbrauenstift. Ich hole euch auch gleich ein Stückchen näher ran. Der hat vorne einmal so eine ganz normale feine Spitze. Hinten, meine Hände sind jetzt so schmierig, hat er so ein Bürstchen, mit dem ihr eure Augenbrauen durchbürsten könnt. Das benutze ich selten. Ich mag nicht so dunkel gefärbte Gele. Ich komme damit nicht ganz so klar. Aber ich hole euch mal ein Stückchen heran und dann malen wir uns die Augenbrauen auf. So, meine Self-Tan sieht aus wie Dieter Bohlen. Immer noch. Ich gehe jetzt damit einfach nur ganz leicht rein, dass ich schon mal so eine grobe Form habe. Denn ich mache heute
auch mal die Augen zuerst. Ihr seht, wie schnell und einfach das geht. Ich habe die Farbe Taupe genommen. Die ist heller als das, was ich früher genommen habe. Und ich muss sagen, seitdem ich das mache, gefallen mir meine Augenbrauen viel, viel besser, weil das einfach natürlicher aussieht. Nehmt mindestens, Freunde, mindestens eine Haarfarbe oder eine Farbe von so einem Produkt heller als eure eigentliche Haarfarbe, damit ihr nicht aussieht, als hättet ihr irgendwelche Kästen drauf. Wunderbar, wir schneiden die Augenbrauen auch jetzt aus und primen damit gleich so ein bisschen unser Lid. Denn ich habe Concealer bekommen von Sephora, der Eigenmarke. Ich wusste gar nicht, dass sie auch Foundations und Concealer haben. Die haben auch Puder und Blushes, also sie haben eigentlich komplett alles, nur von der Eigenmarke. Und das möchte ich so ein bisschen heute testen, denn ich habe den geswatcht und der hat eine recht hohe Deckkraft. Der ist aber natürlich definitiv zu hell für mich. Das ist die Farbe Porcelain und ich bin definitiv heute kein Porcelain, ich bin eher ein Fried Pork. Nehme mir einfach so einen flachen Pinsel und schneide damit erstmal meine Augenbrauen aus und gebe mir das hier unter die Augenbraue. Okay, also er hat ich würde sagen, eine mittelmäßige Deckkraft, jetzt ohne Foundation natürlich gesehen. Aber ich gebe mir das ja eh nur so ein bisschen als Lidschattenprimer, als Augenbrauenbase dazu. Und um das Ganze so ein bisschen aufzuhellen. Ich klopfe das dann mit meinem Pinsel, mit meinem Finger ein. Okay, also jetzt irgendwas stimmt nicht ganz. Der wirkt so ein bisschen, als würde er sich zersetzen auf meinem Augenlid. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber und hoffe, dass das Ganze besser funktioniert. Also er deckt jetzt nicht so alles wirklich perfekt ab, aber er gibt uns halt eine schöne helle Base. Ich glaube, das sollte funktionieren, um so ein bisschen das Augen-Make-up hinzukriegen. Und da habe ich zwei Lidschattenpaletten von Sephora bekommen. Ich habe hier einmal die braune. Die sieht einmal so aus. Also eine recht neutrale Alltagspalette, würde ich fast sagen. Das ist die Caffeine Please-Palette. Und dann habe ich hier eher so eine Warmtone-Palette. Das ist die Southwest Sunrise-Palette. Ich habe die schon geswatcht und ich hatte sie euch schon bei Instagram gezeigt. So extrem pigmentiert beim Swatchen, das war schon krass. Ich nehme jetzt hier die. Achso, nee, ich nehme erst die andere. Ich nehme beide einfach. Ich nehme jetzt die Sunrise-Palette und gehe in die Farbe Sunlight rein. Kickback. Und es hätte damit so ganz leicht mein Lid, dass das nicht so creased, also wirklich nur so ganz fluffig. Das ist eher ein bisschen gelblich. Also es ist sehr viel Kickback und die Fännchen erinnern mich so ein bisschen an die von Essence. Aber sie ist pigmentiert. Also das war jetzt eh erstmal so ein Test. Und ich gehe jetzt auch gleich in die Farbe Sandstorm rein. Auch die hat Kickback. Und die gebe ich mir hier außen hin. Und ihr könnt sehen, boom, die sind ultra pigmentiert. Also sie haben Kickback, extrem, aber sie sind dafür sehr, sehr gut pigmentiert. Und das finde ich schon sehr, 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 sehr krass. Das ist eine sehr schöne Transition Shade. Das hätte ich nicht gedacht, dass es auf dem Auge auch so extrem pigmentiert rauskommt. Ich meine, das ist ja nur die Transition Shade. Ich bräuchte jetzt eigentlich fast gar nichts anderes mehr. Ich nehme jetzt aus der anderen Palette, da sind ein paar matte Farben mehr drin, einen etwas kleineren Pinsel und gehe in die Farbe Mocha rein. Auch die ist extrem pigmentiert. Ich klopfe einmal ab. Der hat auch Kickback, aber wie gesagt, nicht so schlimm. Hier ist auch so eine kleine Anleitung mit unten drin. Das mache ich aber nicht. Aber okay, wow. Das war viel zu viel Pigment. Okay, dann wird es ein Smoky Eye eben. Presse mir das jetzt hier einfach nur auf mein bewegliches Lid und das wird jetzt ein sehr schlichter Look, weil damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass auch die Farbe so krass ist, dass ich die jetzt weiter als Transition Shade ausblenden muss. Ich weiß nicht, wo ich hinblenden soll gerade mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, ich weiß, ich kriege das glaube ich jetzt auch nicht mehr hin. Ich gehe jetzt nochmal hier in das Dunkle, gebe das hier direkt in die Mitte und wechsle dann die Palette. Denn in dieser hier war eine krasse Farbe drin. Das ist so ein Duochrome Shade. Die Farbe Emerald schimmert so ein bisschen grün-bräunlich und die toppe ich hier einfach komplett oben rüber und habe dann so einen leichten grünlichen Tint. Crazy. Okay, also Freunde, das tut mir. Schaut euch mal bitte diesen Swatch an, wie krass der ist. Also, das ist das, was noch auf meinem Finger drauf war. Wir machen aber weiter mit der Base. Und da hat Sephora mir auch eine Foundation geschickt. Das ist diese hier einmal, aber auch hier könnt ihr sehen, das ist definitiv nicht meine Farbe. Deswegen mische ich mir einmal ganz kurz meine Foundation selber. Das ist einmal diese hier. Ich habe die jetzt in der Farbe 190. Das ist die Hydrating-Version. Ich komme im Moment komischerweise mit der besser klar als früher. Und die arbeite ich mir jetzt einfach hier so ein bisschen.
Ich habe zwei weitere Produkte von Tarte, die ich gerne benutzen würde. Einmal den Shape Tape Glow Wand und einmal den Shape Tape. Den gebe ich mir schon mal so ein bisschen unter meine Augen, einfach, dass der schon mal so sich leicht hinsetzen kann. Und ich probiere mir jetzt hier hinten so eine scharfe Linie damit zu ziehen, dass ich mich da an meinem Eyeliner dann orientieren kann. Und mit dem Glow Wand gehe ich so ein bisschen auf den höchsten Punkt hier und platziere mir das hier. Das ist eigentlich ein Liquid Highlighter. Man kann ihn angeblich mit dem Tarte Shape Tape mischen. Finde ich persönlich ganz, ganz schrecklich. Also das hat mir damals, als ich das probiert habe, gar nicht gefallen. Und der gibt halt so einen schönen Übergang zu dem Tarte Shape Tape jetzt hier. Und so ist das Ganze schon ein bisschen aufgehellt. Es sieht noch total verrückt aus, Freunde, weil ich halt noch nichts gesettet habe gerade. Aber wir nehmen noch ein Cream Contour Produkt. Und das habe ich eine ganze Weile nicht mehr benutzt, denn das mag ich wirklich, wirklich gerne. Und zwar habe ich hier von Milk diesen Bronzer-Stick, der ist halt sehr intensiv. Und den lasse ich immer so einen kleinen Moment auf meiner Haut und blende ihn dann mit so einem dicken Buffer-Brush einfach aus. Der ist ein bisschen wärmer, also es ist halt ein Bronzer-Stick, es ist nicht unbedingt so ein Contour-Stick, aber damit kann man wirklich schön das Gesicht aufwärmen und am Ende sieht das Ganze eigentlich immer ganz schön aus. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Sieht jetzt alles sehr viel aus. Wow. Sieht halt aus wie ein ungesettetes Make-up und als hätte ich sehr viel Bronzer benutzt. Wow. Ich möchte das Ganze setten und dazu benutze ich mein absolutes Favorite-Puder. Seit einer ganzen Weile schon. Ich habe Hit the Pan und ihr seht, dann mag ich es halt wirklich gerne. Das ist das Charlotte Tilbury Flawless Finish Airbrush irgendwas Puder. Das ist iconic, dieses Puder. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht hat, aber es ist perfekt. Unter den Augen. Komplett, ich gehe damit einfach komplett über mein ganzes Gesicht und setze damit mein komplettes Make-up. Und es sieht wunderschön aus. Sieht richtig glowy aus, die Base. Ich werde das Ganze so ein bisschen baken. Ich habe leider kein Puder von Puder. Ich weiß nicht, was. Und von Fenty ist leider auch leer. Also die Fenty-Puder sind wirklich gut. Ich nehme jetzt nochmal ein loses anderes Puder. Gib mir das hier unter die Augen. Und lasse das Ganze so ein bisschen setten. In der Zwischenzeit suche ich mal in meiner Schatzkiste hier den Eyeliner, denn ich habe auch einen Eyeliner bekommen. Der ist auch von der Sephora Eigenmarke. Das ist der Eyeliner Liquid Ombre Pinceau Brush Tip Liquid Liner in Waterproof. Sieht einmal so aus. Ich muss den einmal hier aufmachen. Gott, wenn ihr sehen könntet, wie mein Schminktisch aussieht, ihr würdet wegrennen. Und dann betet mit mir, Freunde, dass das Ganze funktioniert hier. Stopp. Ich weiß nicht, wie valide meine Meinung zu Eyelinern ist, aber das ist der beste Eyeliner, den ich in meinem Leben gezogen habe. Und ich ziehe nicht häufig Eyeliner. Richtig schöne Spitze. Wow. Mega. Okay, Freunde. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie valide meine Meinung oder meine Erfahrung bei Eyelinern ist, aber die Spitze gefällt mir so gut, dass es selbst für mich einfach war. Die hat sich halt nicht so komisch durch die Gegend bewegt, sondern einfach gut an mein Auge gelegt und eine schöne scharfe Linie gezogen. Und jetzt sieht das Augen-Make-up auch gar nicht mehr ganz so verrückt aus, oder? Aber der Eyeliner ist wirklich schön geworden. Ich möchte gleich die Mascara benutzen und das ist dieses dicke Ding hier. Das ist die Size Up Mascara Volume Extra Large Immediate Super Size Mascara. Warum lese ich eigentlich immer das Französische vor? Das ist ein richtig dicker Oschi. Also wirklich sehr, sehr dick. Okay, ihr seht jetzt nicht ganz so viel, aber es macht schwarz. Die trennt die Wimpern schön und macht sie schön schwarz. Ist sie wasserfest? Ich glaube nicht. Okay, machen wir hier einmal den unteren Wimpernkranz. Dazu nehme ich einfach so einen kleinen Pinsel, gehe jetzt nochmal in die Farbe Olé und blende mir die da so ein bisschen rein. Okay, Freunde, nicht schlecht. Ich habe jetzt das letzte Produkt und das ist das, wo ihr alle völlig ausgerastet seid bei Instagram und zwar die Liquid Lipsticks und Lip Liner von Sephora. Die haben nämlich auch ihre eigenen und ihr meintet, das sind die besten Liquid Lipsticks, die ihr je getestet habt. Und wenn ihr das sagt, dann glaube ich euch das, aber ich will trotzdem selber herausfinden. Okay, was ich nicht mag, ist die Verpackung, aber you know, Hygiene und so. Ich mag das halt nicht, wenn die so super eng verpackt sind und ich kriege das dann immer nicht raus. Okay, wisst ihr was? Ich gebe auf mit den Lip Linern. Das ist mir zu friemelig. Ich hoffe, dass es mit dem Liquid Lipstick besser geht jetzt. Santa Maria, von ich habe auch keine Fingernägel. Das ist einmal ein Liquid Lipstick in der Farbe 13. Ist made in Italy. Das Füßchen ist einmal so ein klassisches Lipstick-Füßchen. Das ging gut. Das ist eine Schicht. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit den Produkten von Sephoras Eigenmarke, beziehungsweise mit Produkten von Sephora. Also meine Base ist ein Traum. Ohne Witz. Sie sieht auch abgepudert ultra saftig, ultra voll und, ja, wie heißt das? Juicy. Die sieht einfach schön aus. Der Liquid Lipstick
Trocknet super schnell an, gefällt mir gut. Ich kann euch nicht sagen, wie lange der hält, aber ich vertraue auf eure Meinung. Und wenn ihr sagt, das sind die besten Liquid Lipsticks, die ihr getestet habt, glaube ich euch das. Selbst der Eyeliner, Freunde. Also, ihr kennt mich ja. Eyeliner und ich funktioniert gar nicht. Mascara gefällt mir auch gut. Ich probiere das Ganze aber nochmal ohne Make-up. Und den Rest, den liebe ich schon. Sonst hätte ich ihn euch nicht gezeigt. Wie gesagt, ich setze euch alle Produkte versprochen einmal unten in die Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.